Ja, guten Morgen. Ähm, wir machen alle zu viel, fällt mir auf. Und ja, dieses Video ist für dich, wenn du ein bisschen Überforderung jetzt spürst, wenn du ein bisschen müde bist vielleicht, so wie ich auch. Es ist gerade 5.40 Uhr in der Früh. Und dann möchte ich dir fünf Schritte mitgeben, wie ich aus dieser Überforderung rauskomme, selbst die mich immer betrifft. So auch gestern. Gestern habe ich mich wirklich sehr überfordert gefühlt. Und ja, da habe ich fünf Dinge gemacht oder... Mache ich, damit es mir noch besser geht? Die möchte ich dir mitgeben. Also, schön, dass du da bist. Ja, es gibt viele Anforderungen an uns im Leben und damit meine ich jetzt nicht nur das Business, damit meine ich jetzt nicht ähm, eben hier Facebook oder sonstige Dinge, sondern überleg mal. Ähm, wir haben Anforderungen an uns, die gestellt werden als Ehemann, als Ehefrau, als Vater, als Mutter. Wir sollen der beste Ehemann sein, beste Ehefrau, der beste Vater, beste Mutter, dann natürlich auch noch Sportler sein, das heißt, wir sollen auf unseren Körper schauen, wir sollen ins Fitnessstudio gehen, laufen gehen. Das ist ein fitter Körper ein toller Körper, das gehört natürlich dazu. Das Business so und so, ich glaube, das muss ich nicht erwähnen. Wir wollen im Business weiterkommen, wir wollen mehr erreichen, wir wollen mehr Geld verdienen, mehr Umsatz machen. All das ja, gibt äh, gewisse Anforderungen an uns. Dann natürlich sollen wir uns aber auch um, um, um unsere Freunde kümmern. Ja, Freunde sind wichtig, das wissen wir, haben wir alles gehört. Auf die Verwandten dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Auf die näheren Verwandten, auf die Verwandten, die weiter weg sind. Dann natürlich eines noch ganz wichtig: wir brauchen auch Zeit für uns selbst. Das heißt, wir nehmen uns auch Zeit für uns selbst. Da habe ich jetzt ganz vergessen in meiner Liste: ganz wichtig ist der Schlaf. Beim Schlaf gibt es nur ein Problem, man braucht auch eine gewisse Länge. Also das wird dann schon ein bisschen interessant. Dann natürlich auch. Zeit für unsere Hobbys, die wir haben: Fußball, Netflix schauen, einfach, einfach irgendwas machen. Dann haben wir natürlich auch noch den Haushalt zu schupfen. Ähm, ja, der nächste Punkt ist dann die Nachbarn. Ja, mit den Nachbarn sollte man sich auch gut verstehen. Ab und zu mal treffen, für sie was erledigen, für sie was machen. Nicht zu vergessen, für die, die Schule haben. Also nicht ich, dass ich in der Schule bin, aber meine Kinder. Wir haben dann auch noch die Schule. Da sollen wir uns drum kümmern. Wir sollen natürlich gute Eltern sein, sodass die Lehrer immer zufrieden sind mit uns. Ähm, wir haben dann noch das Thema Ernährung. Das heißt, wir sollen schauen, dass wir uns gut ernähren, dass wir Power haben, dass wir nicht zu dick sind, dass wir abnehmen und so weiter und so fort. Das waren jetzt nur einige Punkte und ich glaube, das kann man gar nicht in einem Leben unterbringen. Und so geht es mir manchmal auch. Ich bin einfach überfordert mit den vielen Dingen. So auch gestern, wo ich gesagt habe: Okay. Pff, ich halte das nicht mehr aus. Ich muss jetzt einfach mal was tun. Und ich sage dir dann, was ich, was ich getan habe. Und ich habe hier fünf Schritte. Das eine ist mal Schritt 1, verkleinere deine Ziele. Ich weiß, ich bin jemand, der immer sich große Ziele steckt. Und ich finde auch Ziele sind wichtig. Aber im Moment der Überforderung ist es noch wichtiger, dass du deine Ziele kleiner machst. Damit du diesen Druck rausnimmst. Das heißt, Ziele kurzfristig kleiner machen, damit dieser Druck weg ist. Ähm, Wichtig ist, an den Ziele weiterhin zu glauben, allerdings den Zeitabstand zu vergrößern. Ich habe damals vor 20 Jahren von einem Motivationstrainer gehört, das Problem ist nicht das Ziel, sondern die Zeit, die wir uns stecken, bis wir dieses Ziel erreichen. Ja, ich kann gut reden, weil ich selber nicht schaffe, ganz ehrlich. Ich bin nicht ein Mentor, der dir sagt, okay, mach das, weil ich es super mache. Nein, ich schaffe das nicht oft, weil ich mir Ziele viel zu kurzfristig stecke. Ich bin jemand, der immer overpacen will. Aber Schritt 1 ist definitiv sich bewusst zu machen, okay, ich mache meine Ziele kleiner. Ich glaube aber weiterhin dran. Ich schmeiße nicht weg. Ich glaube an meinen Traum. Schritt Nummer 2 ist, eine Sache bewusst zu machen. Und die eine Sache heißt die eine Sache. The One Thing. Ich habe ein Buch gelesen vor einigen Wochen, The One Thing. Ähm, da geht es um die eine Sache. Und es geht um die eine Frage, ähm, was... Uh, jetzt weiß ich die Frage gar nicht mehr. <laughs> uh, was, was, also es geht um die eine, jetzt weiß ich die Frage nicht mehr. Also, ja, ich wollte sagen, die uh, schau dir einfach das Buch an, The One Thing. Also es geht um eine Sache, die wie ein Dominostein wirkt. Was ist die eine Sache, die du tun kannst, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Jetzt habe ich sogar die Frage. Also, was ist die eine Sache, die du tun kannst, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird. Also es geht um so einen Dominostein. Was ist ein Dominostein beim Thema, beim Thema Ernährung? Was ist ein Dominostein beim Thema Partnerschaft? Was ist ein Dominostein beim Thema Kinder? Was ist es? Was ist der Dominostein, dass du dich wieder gut fühlst? Was ist die eine Sache, die du heute tun kannst, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Und das ist eine Riesenbedeutung, allein diese Frage sich zu stellen. Und wenn du dir die Frage stellst, ähm, dann wirst du ganz andere Dinge tun. Was ist die eine Sache, die du tun kannst, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssiger wird? Zum Beispiel auch in deinem Business. Also Nummer zwei. Wir haben gesagt Nummer eins, die Ziele verkleinern. Wir haben gesagt Nummer zwei, sich bewusst zu machen die One Thing, die eine Sache. Wir haben noch nicht gesagt die Nummer drei. Die kommt jetzt. Nummer drei ist eine schwierige Sache, die mir wirklich schwer fällt, ist Nein sagen. Nein sagen zu anderen. Nein sagen zu anderen heißt Ja zu dir selbst. Es ist aber schwierig, wenn dir ein lieber netter Kunde so eine E-Mail schreibt und dich um Hilfe bittet und du weißt, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin leer. Ich habe so viele Hüte gerade auf. Da soll ich gut sein, da soll ich gut sein. Elternsprechtag ist und das und dort und da. Ich kann nicht mehr. Der Haushalt wartet, Geschirrspüler und so weiter. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt Nein sagen. Und dann ist es wichtig, dass du auch wirklich Nein sagst. Nein sagen zu dem, weil du Ja zu dir sagst. Es ist nichts gegen andere. Aber wichtig ist, dass du zuerst an dich denkst, nicht egoistisch, sondern du musst Zeit für dich haben. Warum sage ich dir das? Weil ich es oft selber nicht schaffe. Darum sage ich dir das. Ist auch für mich ein Bewusstmachen. Hey Willi, warum ist es jetzt schief gelaufen? Warum fühlst du dich überfordert? Das heißt, beginnen Nein zu sagen. Es ist wirklich so. Punkt 3. Punkt Nummer 4. Sich Zeit zu nehmen für tolle Sachen. Also, gestern dann, am Nachmittag habe ich meinen kleinsten Sohn geschnappt und wir sind zu Fuß in den Einkaufscenter gegangen. Und es war ein langer Weg für ihn und es war irgendwie ein angenehmer Weg. Ich habe gebraucht, bis ich rein gekommen bin, weil ich irgendwie geistig abwesend war. Und mein Sohn hat mich öfters, öfters gesagt: Papa, ich habe dich lieb. Und ich habe mir es heute aufgeschrieben in meinem Erfolgsjournal. Das sind die wahren Schätze. Weißt du, wenn ein Sohn was zu dir sagt, am Anfang checkst du es noch gar nicht, weil du so voll bist im Kopf und beim Zurückgehen, habe ich es erst gecheckt, wie oft er das gesagt hat. Er hat gemerkt, hey, mir geht es nicht so gut, ich bin überfordert, ich bin nicht ganz da. Und er liebt ihn jetzt und es ist so eine schöne Zeit, dass ich gesagt habe, ich mache das heute gleich wieder. Weil ich merke, ich brauche diese Zeit jetzt. Ich merke, ich brauche diese Zeit. Es ist viel passiert in den letzten Wochen, wieder viele Produkte gelauscht, auch das biennale du weißt das und so weiter. Also nimm dir Zeit für tolle Sachen. Was eine tolle Sache. Ich esse sehr gerne, ja. Also man sieht es mal nicht an zum Glück, weil ich nur bis daher bin. Ähm, aber ja, ist noch Potenzial da. Und nimm dir Zeit für tolle Sachen. Geh was essen alleine. Geh was essen mit deinem Partner. Gönn dir was. Es ist wichtig, in dem Prozess zu deinem Ziel dir etwas zu gönnen. Ich sage das, weil ich oft mir das nicht gönne, sondern schon das nächste Ziel erreichen möchte. Das ist, es ist gut, es ist auch nicht schlecht, aber... Es ist schon wichtig, dass du, dass du dir bewusst machst, dass du jetzt was brauchst für dich. Feier dich mal. Feier dich mal. Hast du dich gefeiert, welchen Prozess du schon gemacht hast in den letzten Wochen, Monaten? Feier dich mal. Es ist so wichtig, die kleinen Dinge dich zu feiern. Ich weiß, wir haben immer gelernt, na, über uns dürfen wir nicht. Nein. Aber hast du schon mal gesagt, hey, ich bin gut? Hey, ich mag dich. Ich mag mich. Ich, ich bemühe mich. Ich bin toll. Ich, hast du das schon mal gesagt? Ich weiß, es ging total blöd irgendwie, fast wie so eine Selbsthilfegruppe, weil es irgendwie unangenehm ist, sich selbst irgendwie so zu loben oder so. Weißt du, wie ich meine? Und das ist das Schlechte, das ist das, was wir verlernt haben. Und das müssen wir wieder lernen, uns lieb zu haben. Und ich sage das auch deswegen, weil ich es oft nicht schaffe. Ja, ich bin nicht einer von den Trainern, der dir sagt, hey, ich kann das alles super. Nein, ich kann das eben nicht. Deswegen muss ich mir das aufschreiben und im Aufschreiben möchte ich es dir erzählen, was mir bewusst geworden ist. Und dann versuche ich es einfach besser zu machen. Das ist es. Also Zeit für tolle Sachen zu nehmen. Bevor wir zum Punkt 5 kommen, noch kurz mal 1 bis 4. Also die Ziele verkleinern, The One Thing bewusst zu machen. Was ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Nummer 3, nein sagen. Nummer 4, Zeit für tolle Sachen nehmen. Und Nummer 5 ist etwas, was im ersten Moment als Überforderung sein kann, aber es ist ein wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt. Nicht nur im Business, aber vor allem im Business. Neue Impulse erhalten. Immer wenn ich am Boden bin, wenn ich überfordert mich fühle, merke ich auch, ich bekomme zu wenig. Also ich gebe zu viel, aber ich bekomme zu wenig. Und für mich ist ganz wichtig im Business, dass ich Inspiration bekomme. Dass ich, dass ich neue Inputs bekomme, neue Sichtweisen, eine neue Welt. Weißt du, wie das ist? Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Ja, es ist so. Jeder lebt in seiner eigenen Welt und hat seine eigene Realität. Deswegen kannst du auch diese Realität ändern, wenn du die, die Sachen, die du konsumierst, änderst. Und ich habe begonnen vor einigen Monaten, du weißt, in dieser Zeit ist das Wort, will ich nicht sagen, gesagt: Ich schaue keine Nachrichten mehr. Keine Sportnachrichten, keine, keine normalen Nachrichten, nichts mehr. Und ich schaue keine Nachrichten mehr. Ich kriege das alles nicht mit. Und ich merke, wie der Erfolg viel mehr geworden ist: viel mehr. Weil ich in einer anderen Realität lebe. Ich lebe nicht in der gleichen Realität wie mein Nachbar. Und neue Impulse zu halten bringt dich weiter. Das heißt, schau drauf. Von wem bekommst du die Impulse? Tut es dir gut? Ist es für dich Inspiration? Ist es etwas, wo du sagst, ja, es bringt mich weiter? Dann weiterhin konsumieren. Wenn nicht neue Impulse halten, wenn du völlig neue Impulse halten möchtest, dann komme mein Speedinar. Dort bin ich für dich da. Ich habe Zoom Calls. Ich habe mein ganzes Wissen dort. Und da bekommst du und weil wir jetzt auf die Überforderung kommen und keine Werbung muss es ja sein. Ne? <laughs> ähm, dort bekommst du das System um vieles zu kürzen. Spiedena heißt alles wegzuschmeißen, was die Leute sagen. Ich brauche eine Webinar-Software, ich brauche E-Mail-Marketing, ich brauche Verkaufsseiten, ich brauche eine Kamera, ich brauche das, ich brauche jenes, ich brauche dies, da, 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 Nein, du brauchst ganz wenig für den Erfolg. Und das ist es. Und wenn ich dir das sage, dann merke ich wieder, das ist meine Stärke eigentlich. Das ist meine Stärke, dass ich fokussieren kann, dass ich Dinge wegschieben kann. Beispiel, jeder, Sagt, und ich bin damit auch groß geworden mit Facebook Live, du brauchst Facebook Live. Ich mache seit Wochen kein Facebook Live mehr. Mein Business läuft, weil ich eine einfachere Möglichkeit gefunden habe. Und das ist es, immer wieder zu schauen. Nein zu sagen. Nein zu sagen auch zu anderen Dingen. Nein zu sagen zu, zu Leuten, die dir etwas reindrücken wollen, weil sie etwas verkaufen wollen. Ja, ich will dir auch was verkaufen. Ich will dir gerne. Mein Zugang zu meinem Speedinar verkaufen, weil ich weiß, ich bringe dich weiter. Ist so. Jeder hat ein Interesse. Auch ich habe ein Interesse, wenn ich dieses Video mache. So ehrlich muss man sein. Aber ich weiß auch, dass ich dich aufgrund meiner Erfahrung in den letzten 16 Jahren weiterbringen kann. Und wenn du niemals in mein Speedinar kommst, möchte ich, dass du ein gutes Gefühl hast jetzt, dass du nochmal die, die Punkte bewusst machst. Ziele verkleinern, bewusst machen, die one Thing. Nein sagen, Zeit für tolle Sachen nehmen und neue Impulse halten. Das ist es. Nimm die Zeit für dich, du bist es wert. Du bist es wert. Und denk dran: der Willi, der dir das gerade erzählt, der tut sich schwer. Fast jeden Tag. Der kann das nicht. Der kann das nicht perfekt. Aber was ich kann, ist, immer dann zu reflektieren und zu sagen: Okay, was kann ich besser machen? Und in Wahrheit ist es, der Weg zum Erfolg ist ein Straucheln zum Erfolg. Für mich. Der Weg zum Erfolg ist nicht so. Ja, ja, ich kann alles, mache alles. Nein, es ist ein Straucheln zum Erfolg. In Wahrheit. Es sind so viele Fehler. Und irgendwann, dann hast du es geschafft. Das irgendwann hat bei mir sehr lange gedauert, weil ich seit 16 Jahren dran... Oh, also ich habe 16 Jahre dran gearbeitet. Von 2001 bis 2017. Hat, lange Zeit. Ich bin kein Schnellstarter. Absolut nicht. Aber ich habe immer diesen Wunsch gehabt, und wenn ich die Fotos hier anschaue von meinen Kindern... Ich wollte das Leben meiner Kinder verändern. Ja, heute gelingt es mir auch nicht jeden Tag, weil ich manchmal überfordert bin. Das ist so, wir sind Menschen. Aber mein Leben hat sich verändert. Und jetzt möchte ich auch dein Leben verändern, wenn du bereit bist. Vielleicht bist du erst in zehn Jahren bereit, vielleicht auch nie. Und dann würde ich dir sagen, es ist gut, dass du da bist. Und ich hoffe, du bleibst weiterhin da, auch wenn du niemals etwas kaufst. Das wollte ich dir mitgeben. Ist ein bisschen länger geworden als geplant. Ja, so geht es mir. Und ja, wir machen alle zu viel. Und deswegen. Schau dir diese fünf Punkte an. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bye, bye. Ciao. Feti. Servus. Dein Willi.